Das CASI verwendet zur Analyse der Zellen eine Pulsflächenanalyse. Dazu wird das Signal mit einer hohen Frequenz aufgezeichnet. Herkömmliche Counter analysieren nur die Amplitude des Messsignals. Das CASI ermöglicht es, über das Samplen des Messsignals die Pulsfläche zu bestimmen. Die Pulsflächenanalyse ist die Basis für die einzigartige Auflösung des CASI-Systems, das es ermöglicht, neben der präzisen Bestimmung des Zellvolumens auch die Zellvitalität zu bestimmen. Das CASI liefert über die Pulsflächenanalyse einen sehr großen Messdynamikbereich, der es ermöglicht, von Zelldebris bis hin zu großen Aggregaten alle Bestandteile einer Zellkultur aufzunehmen. Hier die typische Größenverteilung, die man als Ergebnis der Pulsflächenanalyse erhält. Ein weiterer entscheidender Vorteil des CASIs ist, dass sich der Messsensor direkt in der Probe befindet. Darüber messen Sie die Zusammensetzung der Probe aus Einzelzellen und Aggregaten immer im Originalzustand. Es kommt zu keiner Entmischung. Weiterhin haben Sie eine ausgezeichnete statistische Basis. Sie zählen ausreichend Zellen, um ein statistisch abgesichertes Messergebnis zu bekommen. Andererseits können Sie aber auch über die Anpassung des Verdünnungsfaktors Proben mit sehr geringer Konzentration messen.